Smoking. Motorbiker mit der Spitfire geht ab. In der Luft. 47, auch in der Luft. Fahrwerke eingefahren. Und jetzt, sehr verehrte Damen und Herren, können Sie sich auf ein Spektakel gefasst machen. Motorbiker Thomas Gass. Beide von rechts mit Höchstgeschwindigkeit nieder über den Platz. Spitfire, ein Engländer, dahinter B-47 Thunderbolt, eine amerikanische Maschine. Udo fliegt etwas weiter aus. Verfolgungsjagd, ganz nieder, beide Modelle. Udo nicht unter 4 Meter. Ja, das war circa 4 Meter. Jenny, bitte hinter die Absperrung, es ist gefährlich, wenn Udo fliegt. Und Tom kennst du ja. Kommen vom Westen, Udo vorne, Tom hinten. Spitfire, Thunderbolt. Beide Maschinen perfekt geflogen. Ich hoffe, Tom hat Smoker drinnen. Er zeigt ja. Willst du das nach Hause fliegen oder verbrennen? Ja, er kommt in Rückenfluglage. Das sieht sehr gut aus. Jawohl! Smoke on! Und Udo mit der Spitfire hinten nach. Spektakuläre Bilder dieser zwei Jagdmaschinen aus dem Zweiten Weltkrieg. Das war jetzt etwas knapp. Unser Wald hat auch schon seine Opfer gekostet. Wald und Anführungszeichen. So, Thunderbolt mit Rauch. Udo Beichler, Spitfire, nebeneinander. Thunderbolt, ich würde sagen, Udo Beichler hat seinen Kollegen abgedrängt. Wie sehen Sie das, werte Damen und Herren? Udo, heuer der Sieger, voriges Jahr war seine Maschine im Guckerutz. Nichts hält ewig. Udo macht eine langsame Rolle, sehr spektakulär. Ich habe gesehen, er hat ihn abgedrängt. Das so habe ich jetzt aber ohne verwackeln. Oder von rechts mit der Spitfire höchstgeschwindig. Sitzt sie hoch. Ich höre im Hintergrund, bravo Udo, ein Amerikaner besiegt. Hoch für die Dummies. Spitfire. MK2. Kontrolle von Udo Beichler mit der Spitfire. Udo fährt das Fahrwerk aus. Wir sehen ja bereits eins. Sieht irgendwie witzig aus. Zweites auch da. Es dauert immer etwas. Die Engländer waren da nicht perfekt. Macht jetzt einen hinten um und um Anflug sozusagen. Diego-Kommando, der Thunderbolt steht schon bereit. Aber Vorsicht, erst laufen, wenn Udo Beichler gelandet ist. Aber wie ich glaube, ist gar nicht so viel passiert. Es geht gleich Schlag auf Schlag, es kommen wieder zwei Kriegsmaschinen. Udo Beichler kommt jetzt mit der Quickfire zur Landung herein. Ganz nieder über den Guckerutz. Jawohl. Kann es noch mal besser, aber das war schon gut. Udo Beichler und seine Spitfire.